Herzlich willkommen! In diesem Video besprechen wir verschiedene Fegeblocktechniken und wie immer fangen wir bei der Grundschule an. Der Gedanbarai ist eine Fegetechnik gegen tiefe Angriffe, also alles unterhalb des Solarplexus. Die Technik wird neben dem Kopf ausgeholt, die Faustinnenseite zeigt zum Ohr, der andere Arm wird nach vorn gestreckt. Bei der Ausführung haben wir wieder die typische Rotation im Unterarm. Geblockt wird mit der Elle. Beim Gedan Nagashi Uke fegen wir in die andere Richtung. Diese Technik kommt direkt aus Hikite. Auch hier rotiert der Unterarm. Wir blocken diesmal mit der Speiche. Der Tenagashi Uke ist eine Fegeabwehr mit der Hand. Im Prinzip steckt diese Technik schon leicht modifiziert in der Ausholbewegung einiger Techniken, wie zum Beispiel Shuto Uke oder Gedan Barai. Hier sehen wir ein paar dynamische Beispiele in Kampfhaltung mit direkten und minimalistischen Bewegungen. Abschließend wie immer ein paar exemplarische Ausführungen am Trainingspartner. Das erste Beispiel zeigt, dass die Ausholbewegung des Gedan Barai auch schon ein Gedan Nagashi Uke sein kann. Hier ein Shuto Gedan Barai als Trittabwehr. Oftmals kann man mit einem Fegeblock die Ausrichtung des Angreifers so verändern, dass er nach seinem Tritt nicht direkt weiter angreifen kann, ohne sich neu auszurichten. Falls doch noch etwas kommt, muss man natürlich entsprechend reagieren können. Hier ein Tenagashi Uke mit gleichzeitigem Konterschlag. Diese Technik haben wir als Eingang schon mehrfach in den Hebelvideos gesehen. Und auch bei diesem Shuto Uke hier funktioniert die Ausholbewegung als Tenagashi Uke. Damit sind wir auch schon am Ende. Macht es gut und bis bald.